Mut des Hauptmanns! Für Sauron. Ui! Okay, das war ziemlich übel. Na, kann man ihn blenden? Ich glaube nicht. Würde mich wundern. Doch! Man kann den Hexenkönig blenden, okay? Interessant. Okay, Idriel, du musst erstmal Eowyn zurückholen. So. Zorn Edoras. Okay. Zorn des Rings. Hui. Edrial, heil dich bitte mal selber. So, danach wirkst du bitte mal Elbenhast auf Birretor. So. Illegost. Willen brechen auf den Hexenkönig. Och, nee, ey. Alter, so dauert der Kampf doch ewig. Das weiß ich noch. Der Kampf, der war so beschissen. Das hat so ewig lange gedauert, bis jemand den klein kriegt. Durch seine blöde Gesundheitssteigerung. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Zorn Gondors, los! So, Birretor, echt! Von 5 Schlägen 3 daneben, das kann doch nicht wahr sein! Alter! Das muss funktionieren, ey. So, Mann, dann eben so. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein, mal ehrlich. Zorn des Lautwassers. Alter. Ja, klar. Das wird mein schwierigster Kampf gegen den Hexenkönig. Aber wir müssen den schaffen. Auch wenn er die gesamte Stunde frisst. Ist mir egal. Aber wir müssen ihn schaffen. Weil der Hexenkönig ist ein richtig schwieriger Boss. Kann man wirklich so sagen. Also man kann wirklich sagen, man hat die Stärke von ihm gut übertragen. Gut wiedergespiegelt. Och, Idrial! Mal ehrlich! Der ist so riesig und ihr trifft den nicht. Hallo? Frage ich mich, wie kann man den nicht treffen? Mein Gott, nochmal. Wirklich. Den muss man doch inzwischen treffen. Zorn Gondors, los! Alter. Auch nicht viel besser. Schild zerspringt. Genau, senken wir mal seine Nahkampfresistenz. Und nochmal, Gil-galads Wut diesmal trifft. Oh, sie trifft wieder nicht, ey. Alter. Mensch, Leute, strengt euch an. Das ist einer, ihr seid zu viert. Normalerweise schafft Eowyn den nur mit Hilfe von Merry. Im Film. So, 10.000 Punkte hat er jetzt mal verloren. Das ist doch mal eine Ansage. Idrial, heil bitte Birretor. So, Illegos. Fangschuss. Der Gegenangriff verhindert. Oh, das ist cool. So. Wir müssen ihn Stück für Stück wirklich lahmlegen.
den Hexenkönig, weil sonst kriegen wir nur auf die Fresse, wie jetzt gerade zum Beispiel Elegos. So. Und Birretor, nochmal, du kennst das Prozedere. Zorn Gondors! Ist auch echt schwer, gegen ihn Critical zu kriegen, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich sehe gerade Schild des Mutes, wirkt nicht mehr. Wir brauchen mal die tapfere Hast für Birretor. Ey, für Birretor, sagt die. So. Und Führerschaft. Schild des Mutes. Damit ist auch Eowyn wieder befreit. Von der Furcht. Okay. Geist schwächen auf den Hexenkönig. Komisch, aber betrifft sie. So, ich sehe gerade Scheiße. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Okay, das wird eine reine Führerschaftsrunde. Erstmal Mut des Hauptmanns. Und Gunst der Gefährten. Okay. Damit werden schon mal ein paar Punkte wiederhergestellt. Wir haben denen so viele negative Sachen um die Ohren gehauen. Ah, ist doch bestimmt immun. Nee, dagegen ist er nicht immun. Okay. Ich entdecke gerade ein paar Schwachstellen bei dem Hexenkönig. Was ziemlich schwierig ist, bei ihm Schwachstellen zu finden. Also er ist ziemlich mächtig, aber er scheint auch ziemlich langsam zu sein gleichzeitig. Komm, dann gib nochmal Elbenhass für Eowyn. Ich weiß, es ist für die KI eigentlich ziemlich unfair. Ja, das ist richtig. Aber anders weiß ich mir da tatsächlich nicht mehr helfen. Weil der Hexenkönig, ihr seht ja, wie mächtig der ist. Er ist immer noch locker im blauen Bereich. Wir müssen ihn irgendwie anfällig kriegen und dann am Arsch kriegen. Weil, das, wie gesagt, das ist ein Koloss von Gegner. Ne, also das ist ein Spartiat quasi im Herr der Ringe-Universum, so wie der da vor uns steht mit seinem Morgenstern. Okay. Eowyn scheint ein bisschen stärker geworden zu sein, aber auch nur wirklich ein bisschen. Schild zerspringen. Okay. Dann wirkt nochmal Gil-galads Wut. Okay. Es gibt ein paar schöne Pünktchen, das ist gut. Und gezielter Angriff. Ich will mal sehen, wie viel der verliert. Alter, was hat der für eine fette Rüstung? Ach du Scheiße. Alter Schwede, der muss ja eine Rüstung haben, die ist ja sagenhaft. Wenn er 12.000 Punkte durch einen ignorierten Angriff verliert, das ist ja echt irre. Alter Schwede, muss der eine Rüstung haben. Das ist ja Wahnsinn. Ganzkörperrüstung. Okay. Ich werde ihn auch das eine Mal gewähren lassen, damit das ein bisschen fair bleibt für den Hexenkönig. Ich werde es auch wahrscheinlich bereuen nachher, aber das ist ja egal. Aber er soll die Möglichkeit haben, einfach nochmal dran zu kommen. Er hat es versucht. Aber es bringt ihn nur leider nichts. Gut, mein Freund, Willen brechen! Wirkt eigentlich Gunst der Gefährten noch? Ja, tut sie. Gil-galads Wut. Wieder daneben, okay. Zorn Edoras!
und Illegos Schild zerspringt. Fall zerspringt würde nicht gegen den Hexenkönig bringen. Ich finde es übrigens interessant, dass sie bei Hexenkönig nicht noch Angmar dahinter gesetzt haben, weil das ist er ja eigentlich, der Hexenkönig von Angmar. Ist er ja auch immer noch. Ne, so wird er ja betitelt. Der Fürst der Nazgul. Gil-galads Wut. Und wir haben ihn im gelben Bereich. Das ist sehr gut. Das ist aber auch ein Brocken vom Gegner, mein lieber Herr Gesangsverein. So, Fall der Macht. Und Zorn Idoras, nochmal. Okay. Und Gil-galads Wut. Jawohl. Und Willenbrechen, der natürlich daneben geht. Dann nochmal Gil-galads Wut. Ich muss mir kurz mal was einschenken. Es tut mir jetzt leid, wenn es kurz mal dauert. Denn die Flasche wurde nämlich bisher noch nicht geöffnet. Deswegen dauert es jetzt mal einen kleinen Moment. So. Ich kann ja schlecht nur mit einer Hand spielen. So. Apropos Spielen. Ich habe mir tatsächlich gestern ein neues Spiel gekauft. Ein sehr cooles, wie ich finde. Dreht sich nämlich darum, dass man als Krankheit sich über die ganze Welt verbreiten muss. Ist also quasi sowas ähnliches wie Umbrella bei Resident Evil, nur eben halt, dass man selber Umbrella ist. Mehr oder weniger. Na komm, dann mach mal lebender Schuss. Ich weiß, man weiß schon gar nicht mehr, was man gegen ihn einsetzen soll, weil man ist ja nur noch dran hier. Komm, dann mach nochmal tapferer Hieb. Vor allem, wie er ihm hinterher guckt, so. Ich glaube, da kommt jemand. Gil-galads Wut. Ja, der Hexenkönig kann mächtig Probleme machen, wenn er will. Das hat sich jetzt momentan Grenzen gehalten, muss ich zugeben. Ich habe ihn schlimmer in Erinnerung, wesentlich schlimmer. Aber es ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass wir ihn nicht so schlimm erleben. So, und nochmal Gil-galads Wut. War es also gar nicht so verkehrt, dass ich den Bereich hier zuerst genommen habe. Und schiebt der Schildmeid. Und der gezielte Angriff. Also solche Angriffe sind wirklich die mächtigsten gegen den Hexenkönig. Ihr seht ja, wie der reinhaut. Also der ist weitaus mächtiger als Zorn Gondors in dem Fall. Wenn ich mal sehe, was für einen Schaden Eowyn macht, falls man das noch so nennen kann. Naja, gut. Unsere Jungs und das Mädel machen genügend Schaden für den Hexenkönig. Aber ich finde es gut, dass man diesen Kampf mit reingenommen hat, auch mit Eowyn an der Seite. Das macht das ein bisschen atmosphärischer. Okay. Er dürfte jetzt allmählich im roten Bereich sein. Ne, immer noch nicht. Also immer noch im gelben. Meine Güte. Also den runterzureißen dauert eine gewisse Zeit lang. Also der hat bestimmt weit mehr als 70.000 Punkte. Erzürne den Hexenkönig und du kriegst seinen Zorn zu spüren, mehr oder weniger. So, tapferer Hieb. Ich habe gerade sein Bild gesehen. Das ist aber in Ordnung. Er kann gerne nochmal drankommen. Die Chance lasse ich ihm. Soll ja fair bleiben letztendlich irgendwie. So gut es geht. Auch wenn ich versuche, mir einigermaßen Vorteile zu erspielen. Ja, das gebe ich auch zu. Klar, dazu stehe ich auch. Schuss der Blendung. Aber man gibt ja